herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe, der Podcast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir machen nämlich aktuell ein Corona-Spezial. Keine gewohnte Folge. Genau, wir wollen einfach auf diese aktuelle Situation eingehen. Und deswegen haben wir uns heute einen Experten dazu geholt, mit dem wir ein bisschen über das Thema, wie bereiten sich oder wie können sich Einrichtungen auch vorbereiten, wie sieht's mit der Schutzausrüstung aus und so weiter. Und dazu haben wir Bernd Gruber eingeladen. Christian, magst du einmal unseren Gast vorstellen? Ja, Bernd Gruber ist Hygienemanager und Gesundheits- und Fachkrankenpfleger sowie Diplom-Pflegewirt und ist Experte für Hygiene und Infektionsprävention und hat auch einen guten Draht zum RKI sowie auch zum Bundesgesundheitsministerium. Und genau, er ist eigentlich die perfekte Person, um die Lage entsprechend zu beschreiben, weil er ganz einfach gute Hintergrundinformationen hat und gleichzeitig aber auch in den Krankenhäusern vor Ort ist, dort mit Ärzten und Pflegenden auch im Austausch steht und die Probleme an der Basis einfach auch gut kennt. Ja, heute sprechen wir mit Bernd Gruber, Diplom-Pflegewirt aus Osnabrück. Vielen Dank, dass du da bist, Bernd. Ja, gerne. Genau, wir hatten mit dir schon mal zur Folge der Organspende ausführlich gesprochen. Heute bist du allerdings in einer anderen Funktion hier, und zwar als Hygienemanager, und du bist auch Gesundheits- und Fachkrankenpfleger und zuständig für Hygiene und Infektionsprävention. Ja, das ist mein zweites Standbein. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen, was wichtig ist? Nein, wir können da besser jetzt so mal die Fragen durcharbeiten. Also meine ganzen anderen Funktionen, die ich habe beim RKI oder in verschiedenen Arbeitskreisen sind, würden jetzt hier zu lang führen. Okay. Und zwar soll es heute mal darum gehen, im Rahmen dieser sogenannten Corona-Krise mal zu erörtern, was denn eigentlich hygienisch eigentlich zu beachten ist, und wir wollen auch der Frage nachgehen, wie das in verschiedenen Settings ist, weil das ja besonders wichtig ist, weil eben nicht nur dass die Krankenhäuser betroffen sind, sondern eben auch die Langzeitversorgung in den Heimen oder auch die ambulante Pflege. Genau, und kannst du da was sagen, wie auf die Hygiene entsprechend zu achten ist in diesen Settings? Also wir haben ja, ich sag mal so ganz grob, so drei verschiedene große Settings. Das sind einmal die Krankenhäuser, das sind die Pflegeheime bzw. Altenpflegeeinrichtungen und das ist die ambulante Pflege. Das sind so die drei großen Gruppen. Wir haben natürlich in den Krankenhäusern mehr die Menschen mit Symptomen liegen. Und in der Altenpflege haben wir natürlich auch Menschen mit Symptomen, und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, die Symptome zu erkennen. Und deshalb kann ich nur dringend empfehlen, dass alle Einrichtungen, das ist egal wer das ist, eine Checkliste im Kopf haben oder eine Checkliste vielleicht auch als Papier oder wie auch immer als Version mitzuhaben. Es müssen eigentlich alle Menschen, die betreut werden von uns in verschiedenen Pflegesettings, müssen folgende Fragen beantworten aus meiner Sicht. Einmal natürlich fragen, und da sieht man auch, haben Sie Fieber? Ist eine ganz aktuelle Frage. Dann haben Sie zum Beispiel Kopf-Gliederschmerzen und haben Sie Schnupfen? Waren Sie in den letzten 14 Tagen im Urlaub? Also ist ja eigentlich im Alten der Pflegeheim eher seltener. Hatten Sie Kontakt zu einem Menschen, der im häuslichen Bereich unter Quarantäne stand? Also ist ein Verwandter von denen irgendwie in Isolierung genommen worden von Seiten des Gesundheitsdienstes? Und hatten Sie Kontakt zu einem Menschen, bei dem das Coronavirus nachgewiesen wurde? Und das zählt eigentlich sowohl für die Patienten, das heißt nicht, dass man jetzt auch in der Altenpflegeeinrichtung jeden Morgen fragt, haben Sie Fieber, Kopf, Gliederschmerzen? Natürlich guckt man allgemein das Befinden des Patienten, aber da brauche ich die Frage nicht stellen, ob die in den letzten 14 Tagen im Urlaub waren oder sonst was gemacht haben. Wichtig ist aber, dass auch die Angehörigen mit befragt werden. Also wenn Besuch erlaubt ist, in einigen Situationen ist es notwendig, sei es, dass der Bewohner oder die Person dementiell schlecht reagiert und nur auf Angehörige reagiert, oder in der ambulanten Pflege haben wir halt auch noch Mitbewohner in dem Haus wohnen oder in dem gleichen Haushalt. Das Gleiche gilt auch fürs Personal. Wenn ich als Mitarbeiter selber von diesen Symptomen was habe, dann muss ich mir natürlich Gedanken zu machen, ich kann genauso gut Corona-Träger sein. Mhm. Also das allererste für alle, egal wo wir uns bewegen oder was wir machen im Rahmen von pflegerischen Handlungen, Kontakt zu Patienten oder Bewohnern oder wer auch immer,
entweder ich habe einen Abstand 2 Meter, der natürlich in Pflegehandlungen nicht gut funktioniert, dann muss ich diese Fragen wenigstens im Kopf haben und diese Fragen auch stellen, auch mir selber. Und wie können die Einrichtungen ja sich so in Bezug auf Hygienemaßnahmen vorbereiten oder wie können die da im Moment handeln? Also auch da muss man jetzt diese verschiedenen Bereiche angucken. Ich hatte eben schon gesagt, im Krankenhaus haben wir natürlich mehr Menschen symptomatisch als zum Beispiel jetzt in der ambulanten Pflege. Die Patienten, die aufgenommen werden, haben ein Symptom, dass sie auch erkrankt sind. Wir haben keine Menschen oder keine Patienten bei uns in den Krankenhäusern zurzeit, die mal Covid mit Kontakt mit einem Covid-Menschen hatten oder so, sondern wenn die nach Hause können, gehen die nach Hause, zwar sofort. Das heißt, wir haben dann auch eine höhere Viruslast in den Krankenhäusern. Die höchste Viruslast ist auf Intensivstationen bei Beatmungspatienten. Bronchoskopie, offenes Absaugen. Da haben wir die höchste Viruslast mit Coronaviren. Wenn eine Person, zum Beispiel jetzt in der ambulanten oder Altenpflege, trockenen Husten hat, also sehr viel Husten muss oder produziert Hustenproduktion hat, dann ist die Gefahr der Übertragung natürlich deutlich gegeben. Wenn der Zeichen eines Corona-Infektion hat, also mit Fieber, Gliederschmerzen und so weiter, dann sollte er auf jeden Fall der Hausarzt sich den Patienten angucken, muss er stationär aufgenommen werden, ja oder nein? Das ist die allererste Frage und da muss ich mich auch schützen. Ich muss bei diesen Patienten, die einen dringenden Verdacht auf Corona haben, auch eine sogenannte FFP2-Maske tragen. Der normale Mund-Nasenschutz, der dreilagige OP-Mund-Nasenschutz, kennt ihr alle mit Schlaufen um die Ohren oder mit Bändchen hinten, diese grünen oder blauen Mund-Nasenschütze. Die helfen gegen Viren, eigentlich nicht gegen Coronavirus. Wir sagen den Mitarbeitern, und das ist auch gerade für die Altenpflege und Pflegeheime, wäre es natürlich gut, wenn Mitarbeiter einen normalen Mund-Nasenschutz tragen würden, aber nicht einen selbstgenähten, die zurzeit überall kursieren, weil die helfen auch nicht, weil die nicht zurückhalten. Die Mitarbeiter tragen deswegen den Mund-Nasenschutz, wenn sie selber kolonisiert sind, werden die Tröpfchen bleiben praktisch von der Innenseite im Mund-Nasenschutz hängen. Wenn ein Patient oder Bewohner einen Mund-Nasenschutz tragen kann, aufgrund seiner kognitiven Leistung oder auch weil er keine Atemproblematik hat, wäre es gut, dass die Verdachtsmenschen, Verdachtspersonen, Altenpflege, ambulante Pflege, auch im Krankenhaus, dem geben wir sofort einen Mund-Nasenschutz, damit die Verteilung geringer wird. Mhm. Ist das einleuchtend oder war das zu kompliziert? Nee, das war einleuchtend. Und wie ist das denn? Also ich meine, es gibt ja jetzt auch mittlerweile Krankenhäuser, wo alle, die dort arbeiten, alle Beschäftigten dauerhaft während ihrer Schichten Mund-Nasenschutz tragen. Ja. Wie schätzt du das ein und ist das empfehlenswert auch für die ambulante Pflege? Also sollen auch die Pflegekräfte in der ambulanten Pflege dauerhaft Mund-Nasenschutz tragen? Das wäre sehr gut, wenn die alle tragen würden, weil wir sind halt in der Berufsgruppe Pflege auch ein Hauptübertragungsproblem. Wir können alle, die an Menschen arbeiten, selber zum Träger werden. Von den kolonisierten Corona-Mitarbeiter oder kolonisierte Menschen mit Corona erkranken ja eigentlich 20%. Das heißt, 80%, da sehen wir das fast gar nicht. Man hat vielleicht ein bisschen Kopfschmerz, vielleicht ein bisschen Gliederschmerz und denkt, war auch eine starke Woche, hab auch viel zu tun, hab auch Stress. Also man sieht die Symptome nicht alle deutlich. Und dann kann man schon zum Überträger oder Verteiler werden. Deswegen ist der Mund-Nasenschutz natürlich wäre sehr gut, wenn den alle tragen könnten. Das Dilemma dabei ist, das habt ihr dahin später nochmal eine Frage, die Ressourcen sind eigentlich eingeschränkt. Das heißt, wir haben eigentlich die Menge von qualifizierten Mund-Nasenschutz überhaupt nicht in Deutschland, die wir nötig hätten, wenn alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die am Patienten arbeiten, also die müssen auch am Patienten arbeiten natürlich, dass wir da die Anzahl haben wir gar nicht, wenn die alle tragen würden, man muss ihn ungefähr alle 2 bis 3 Stunden wechseln, weil er dann durchfeuchtet ist. Gerade die ambulante Pflege kann natürlich einen Mund-Nasenschutz nehmen, kann den auch bei dem Bewohner oder bei dem Patienten auch anlegen. Und sollte sie dann, die fahren ja häufig mit dem Auto, dann auch dann irgendwie im Auto so zur Seite legen, zum Beispiel auf ein Armaturenbrett, dass sie ein bisschen abtrocknen kann.
wenn ich die jetzt länger als 3 Stunden aufhabe, dann wird die feucht. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich da irgendwann nicht mehr gut Luft durchbekomme. Ich kann der ambulanten Pflege, würde ich empfehlen, jeder Mitarbeiter bekommt zum Beispiel pro Schicht 2 von diesen Mund-Nasen-Schützen und setzt dann einen auf, wenn er zu einer Wohnung geht. Wenn er zurückkommt, nimmt er die ab, legt die irgendwo aufs Armaturenbrett, dass sie gut gesichert liegt, desinfiziert sich die Hände, fährt dann zum nächsten, nimmt dann den anderen Mund-Nasen-Schützen, sodass man im Wechsel ist. Aber das hilft den Bewohnern oder den Menschen, die Patienten in der ambulanten Pflege, weil sie dann nicht durch das Pflegepersonal kolonisiert werden. Jetzt hast du den Punkt schon angesprochen, dass natürlich auch Personal entsprechend erkranken kann. Wie können sich dann Einrichtungen auf dieses Szenario vorbereiten, weil ja dann notwendiges Personal ausfällt und natürlich die Versorgung der Bewohner, Bewohnerinnen oder auch Patienten in Krankenhäusern oder Reha-Einrichtungen gar nicht mehr sichergestellt ist? Das liegt daran, wie weit sie erkranken oder ob sie kolonisiert sind oder erkranken. Es gibt vom Robert-Koch-Institut ein Management zum Umgang mit Pflegepersonal, welches kolonisiert oder erkrankt ist. Wir haben das jetzt für den Osnabrücker Raum, kann ich das sehr genau sagen, weil wir da nochmal eigene Regeln festgelegt haben. Wenn Mitarbeiter Kontakt zu einem Corona-Patienten hatten, einen ungeschützten Kontakt, dann gehören sie ja zur Risikogruppe. Wenn ich eine Normalperson bin, sage ich mal, wenn ich ein Mensch außerhalb des Gesundheitswesens bin, dann würde ich durch das Gesundheitsamt für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt werden. Das heißt, 14 Tage ist die Inkubationszeit, wenn danach nichts ist, wenn bis dahin nichts aufgetreten ist, dann komme ich aus dieser Quarantäne wieder raus. Für das Pflegepersonal oder medizinische Personal heißt das, da ist die Regel etwas anders. Die Mitarbeiter können, wenn sie keine Symptome haben, weiterarbeiten mit einem Mund-Nasen-Schutz, den sie tragen. Wenn dann ein Mitarbeiter Symptome bekommen sollte, dann wird er natürlich sofort dann aus dem Verkehr gezogen. Dann würde bei den Mitarbeitern ein entsprechender Abstrich durchgeführt werden. Und dann würde man sehen, wenn der positiv ist, dann bleibt er natürlich in Quarantäne. Wenn er negativ ist, wir haben ja nun auch noch Influenza parallel. Das kann sein, dass derjenige einfach nur die Person eine Influenza hat und keine Corona-Infektion. Also wir müssen gucken, dass wir natürlich das Gesundheitswesen am Laufen haben. Wir haben natürlich auch ein Ausfallskonzept. Also jedes Krankenhaus oder jede Einrichtung sollte in dieser Zeit auch ein Ausfallskonzept haben. Wir haben normalerweise rechnen wir ungefähr mit 18% Ausfallsquote, Urlaub, Krankheit etc. 18-20%, einige sagen auch 22%, das liegt ein bisschen an der Einrichtung. Aber hier kann man sicherlich von 30-40% rechnen. Und da brauche ich Ausfallskonzepte. Wir haben in den Einrichtungen, wo ich zuständig bin, haben wir verschiedene Dienstzeitenmodelle. Das Arbeitszeitrecht ist ja aufgelockert worden. Wir haben die Möglichkeit, Mitarbeiter in 12-Stunden-Schichten arbeiten zu lassen, wenn es ganz eng wird, und dann 60 Stunden am Stück. Das heißt 5 Tage à 12 Stunden. Das sind so die Maßnahmen, wo man sich darauf einstellen muss, damit die Mitarbeiter nicht alle, also wenn wir keine mehr haben, ist die Patientenversorgung nicht mehr gewährleistet. Das können wir ganz klar sagen. Gerade in der Ambulantenpflege ein Schreckensszenario ohne Ende, wenn sie nicht mehr in der Häuslichkeit, wo wir sehr viele in der Pflege in der Häuslichkeit haben, auch durch pflegefremde Personen, die die Versorgung übernehmen, wenn die auch ausfallen, dann haben wir ein Riesenproblem in Deutschland. Jetzt hast du den Vorgang beschrieben, wenn sich Pflegende oder auch Ärzte und Ärztinnen anstecken. Allerdings setzt das ja auch voraus, dass man weiß, dass man sich angesteckt hat und sich dann auch entsprechend schützen muss. Sind wir denn bisher an diesem Punkt, dass wir das so genau auch eingrenzen können und sagen können, okay, ich habe mich angesteckt oder ist es möglich, dass ich Träger des Coronavirus bin und deswegen muss ich mich schützen? Oder ist auch die Gefahr, dass ich eventuell Träger bin, das aber gar nicht weiß und es dann zu einer Verbreitung kommt und damit theoretisch ja auch ganze Stationen lahmlegen könnte? Das Problem ist einfach, dass wir das auf Dauer nicht mehr wissen. Wir werden ja eine Durchseuchungsrate kriegen von asymptomatischen Trägern, die eventuell weiterverteilen. Das kann auch mein Lebenspartner sein. Also es geht darum, dass wir überall zum Träger werden können. Unbekannter Träger trifft uns,
Quatsch mit uns. Wie auch immer, also wir haben im Augenblick das Problem, dass wir viele Unbekannte haben, die keine Symptomatik haben und man fängt schon an auszuscheiden, den Erreger auszuscheiden, so am zweiten, dritten Tag und die Symptome fangen vielleicht erst am fünften Tag an. Das heißt, in den zwei Tagen kann ich auch verteilen. Deshalb wäre es gut, wenn alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit Patientenkontakt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, weil dann die Übertragungswahrscheinlichkeit deutlich geringer ist. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel auf einer Station A Brigitte Symptome zeigt und einen positiven Test hat, dann hat die ja in den letzten 5 Tagen gearbeitet und das dann ja wahrscheinlich an die Kollegen weitergegeben. Ja. Wie geht man denn dann damit um? Also schickt man dann 11 Leute nach Hause oder in die Quarantäne? Also im Gesundheitswesen, das ist ja die Änderung vom Robert-Koch-Institut, es wird dann eine Personenkontaktliste erstellt. Das, dafür ist zuständig das Gesundheitsamt. Das heißt, die Schwester Brigitte oder wie sie jetzt eben hieß, die muss hingehen und muss dann aufschreiben, mit welchen Menschen sie Kontakt hat. Dann haben wir Kontaktgruppe oder Kategorie 1a, 1b und 3. Die 1a bedeutet einen direkten Kontakt weniger als 1,5 Meter ungeschützt mit einer entsprechend exponierten Tätigkeit, das heißt Absaugvorgang am Patienten, Intubation, Extubation, Bronchoskopie. Das ist natürlich die höchste Risikogruppe. Dann, das, wenn die Schwester rumläuft, intubieren wir sie ja nicht. Aber die zweite wäre dann weniger 1,5 Meter, zum Beispiel Übergabesituation, Dienstzimmer, 5 Leute stehen da zusammen und der Abstand ist relativ gering. Dann sind alle die, die dort mit dem Raum waren, Kontaktgruppe der ersten Generation. Ja, die Schwester ist jetzt positiv geworden, dann sind das alles Kontaktmitarbeiter und die müssen dann mit Mund-Nasen-Schutz arbeiten, die ganze Zeit, 14 Tage lang. Und danach kann das aufgehoben werden, wenn sie bis dahin keine Symptome haben. Hat wiederum einer Symptome, da muss von dem Zeitpunkt geguckt werden, also vor dem Zeitpunkt, wo sie selber einen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Das heißt, ich bin jetzt mit der einen Schwester Brigitte oder so zusammen gewesen, dann heißt das morgen, ich muss Mund-Nasen-Schutz tragen und jetzt werde ich nach 5 Tagen krank. Da muss ich gucken, hatte ich vorher noch Kontakt, vor dem ich den Mund-Nasen-Schutz getragen habe und muss das dokumentieren. Das ist sehr aufwendig. Deswegen sagen wir den Kollegen auch sofort, sobald wir da irgendwie eine Kontaktperson haben, die sollen sich sofort aufschreiben, mit wem sie in letzter Zeit Kontakt hatten. Weil wenn das 3-5 Tage weiter ist, dann weiß man das eventuell nicht mehr. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe neulich von einem Verfahren gehört, wo in einer Einrichtung das, also die Dienstpläne quasi strikt getrennt gewesen sind in 2 verschiedene Teams, ja, um weiterhin den Pflegedienst nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten, sofern ein Dienst quasi sich infiziert hat und da auch Symptome zeigen, sodass weiterhin die Pflege aufrechterhalten kann. Sind das auch Maßnahmen, die man ergreifen kann, weil es ja doch sehr die Flexibilität auch der Arbeitszeit einschränken würde? Ja, also die Teambildung macht schon sehr viel Sinn, dass es keine Durchmischung von Mitarbeitern gibt. Also wenn ich jetzt einen Arzt in leitender Position habe und der an allen möglichen Sitzungen teilnimmt, also jetzt viele Sitzungen, Krankenhausleitung und so weiter, viele Sitzungen teilnimmt, der hat natürlich eine unheimlich hohe Verteilungsquote, wenn er positiv ist. Und daneben, wenn er anfängt zu verteilen, hat er eine hohe Ausbreitungsrate, weil er in so vielen Gremien sitzt. Man sollte es einschränken, die Kontaktmenge einschränken. Dass man jetzt 100%ig Teamtrennung machen kann, wird nicht funktionieren, denn spätestens bei der Übergabe, immer dann, wenn sich 2 Teams treffen, ist ja auch ein Kontakt da. Ja. Also man kann ja nicht sagen, da arbeitet jetzt ein Team eine Woche lang an einem Patienten und erzählt keinem anderen Team hinterher, was da gewesen ist. Ja. Also man muss gucken, was viel wichtiger ist, dass wir diese Übergabesituation entzerren, dass die Leute weiter auseinanderstehen und auch die Kurvenübergabe, da sitzt man ja fast nebeneinander, wenn nicht sogar auf dem Schoß. Das muss entzerrt werden. Oder man trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Wenn ich Mund-Nasen-Schutz trage, da kann ich auch weniger als 1,5 Meter zusammenstehen, ohne dass ich eine Übertragungssituation habe. Jetzt hast du schon häufiger die Situation der Schutzausrüstung angesprochen. Also Mund-Nasen-Schutz haben wir jetzt immer wieder gehört. Die Medien sagen allerdings, naja, es ist eher schlecht mit Schutzausrüstung und das berichten gerade auch viele Betroffene. Kannst du da einen Überblick über die aktuelle Lage geben? Also die Situation ist sehr schlecht, um das mal vorsichtig zu sagen.
Eine meiner Hauptaufgaben ist, mit dem Einkauf ständig zu besprechen, wenn die Angebote bekommen für FFP-Masken, also jetzt diese besonderen Atemschutzmasken, auch die OP-Mund-Nasenschutz. Und wir bekommen da Angebote, das sind zum Teil auch unlautere Angebote. Das heißt, die Qualität entspricht überhaupt nicht dem, die wir hier brauchen. Man darf sich nicht in falsche Sicherheit wiegen lassen. Also man muss immer die Angebote prüfen, kurz mal gucken, was für ein Material ist das. Entspricht das unserer Norm, also der Arbeitssicherheit? Es wäre fatal, wenn man eine FFP2-Maske aus von mir aus China oder wie auch immer kauft und die Voraussetzungen nicht erfüllt und man sagt, die könnt ihr gut tragen und dann sind die Mitarbeiter ungeschützt am Patienten, der positiv ist. Das wäre fatal. Wir haben in der aktuellen Situation einen Mangel, eine Mangelverwaltung. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir letzte Woche nochmal etwas besser beliefert wurden, aber ich sehe noch lange kein Licht am Tunnel. Am Ende des Tunnels heißt das ja. Herr Spahn hat zwar gesagt, er sorgt dafür, dass genug da ist. Das kommt aber im Augenblick bei den Diensten nicht an. Woran auch könnte in das Arztpraxen, ambulante Pflege, die haben überhaupt nicht die Menge. Die haben nicht die Menge, die sie eigentlich nötig hätten. Wir machen das im Augenblick auch so, das habt ihr ja vielleicht gerade ein bisschen mitgekriegt, dass unsere Mitarbeiter ihre FFP2-Maske, also die feinfiltrierende Halbmaske, eine Schichtlänge tragen. Bedeutet, ich habe die im Patientenzimmer auf, dann entkleide ich meine Schutzkleidung, lege die Maske extra gesondert ab oder habe die am Haken hängen, der mein Haken ist. Wir haben das so gemacht, einen Haken mit einem Punkt, der nächste Haken zwei Punkte und so weiter. Und da wird meine Maske dann entsprechend markiert. Und dann weiß ich, aha, Punkt 1 mit einem Punkt, das ist meine Maske, die trage ich heute den ganzen Tag. Die nimmt auch kein anderer. Für einen Patienten oder für die ganze Schicht? Für einen Patienten. Ja. Und wenn man einen kompletten Isolierungsbereich hat, also das heißt, man hat eine Station, Abteilung abgetrennt, wo nur nachgewiesene positive Covid-Patienten liegen, da kann ich natürlich mit der Maske von Patient zu Patient gehen, weil sie haben alle Covid, ne? Ja. Okay. Damit wir Material sparen. Wir müssen Material einsparen, weil die Ressourcen natürlich sehr begrenzt sind. Woran liegt das denn, dass wir diese dramatischen Engpässe haben bei der Schutzausrüstung? Zum einen, also die Grundausstattung war natürlich nicht so exorbitant hoch von den Krankenhäusern oder im Gesundheitswesen, weil wir natürlich zum Sparen verpflichtet sind als Krankenhaus. Es heißt aber, wir sollen keine großen Lagerbestände haben, damit wir da nicht so viel Geld an der Seite liegen haben. Also wir sollen da wirtschaftlich arbeiten. Früher hat die Just-in-Time-Lieferung ja auch problemlos geklappt. Wenn wir 5.000 Stück bestellt haben, haben wir zwei Tage später 5.000 Masken auch da gehabt. Heute ist es so, weil es eine Mangelverwaltung ist. Wir haben einmal das Problem, dass Deutschland relativ frühzeitig gesagt hat, wir machen ein Exportverbot. Und das Gleiche hat Frankreich auch gemacht. Das Gleiche haben andere Länder auch gemacht. Und jetzt kriegen wir das Material aus den anderen Ländern. Zum Beispiel gibt es eine Firma, die produziert ausschließlich in Frankreich. Und Frankreich hat die Grenze zugemacht. Deswegen kommt das Material da nicht mehr her. Dann haben wir Materiallieferschwierigkeiten aus osteuropäischen Ländern, auch aus China. Wir könnten Material aus China bekommen, die teilweise über dem Landweg unterwegs sind. Die kommen hier nicht an, weil die ganzen Grenzen zu sind. Das heißt, die LKW stehen jenseits der Grenze zu Deutschland mit den Schutzausrüstungen. Sie kommen aber nicht rein, weil die Abfertigung so lange dauert. Das heißt, wir haben die Zulieferung ist deutlich eingeschränkt und deshalb kommen wir immer mehr in die Mangelverwaltung rein. Okay. Dazu kommt noch ein Kostenfaktor, das darf man auch nicht verkennen. Früher hat so eine FFP-Maske vielleicht so um die 60 bis 80 Cent gekostet. Die kriegt man heutzutage für 6 bis 8 Euro pro Stück. Ja, okay. Also in Deutschland, die Firmen, also es gibt ja auch Masken, die in Deutschland produziert werden oder Firmen, die das machen, die kommen dem wahrscheinlich gar nicht hinterher. Nee, viele kommen dem nicht hinterher, sie fahren zwar die ganze Produktion hoch, aber die Menge, die jetzt benötigt wird, ist natürlich auch sehr, sehr viel höher, als sie in normaler Zeit ist. Wenn man das vergleicht mit Influenza, also ist ja auch eine aerogene, also eine tröpfcheninfektionsübertragbare Erkrankung. Und wir haben für Influenza immer genügend Material gehabt, also Menge Material, wenn wir auch einen Influenza-Ausbruch hatten. Wir haben einmal in einer Situation, dort hatten wir dann, waren es auch Engpässe, aber nicht, wie es jetzt bei der Corona ist. Und wenn man sich anguckt, wie viel Material natürlich auch in Italien, in Frankreich, das wird ja überall benötigt, wie sonst auch diese Mengen haben wir sonst nie verbraucht. Da ist es, sind die Firmen auch nicht drauf eingestellt. Ne? Sind wir denn als Land finanziell in der Lage, das
also diese hohen Preise für die Schutzausrüstung über einen längeren Zeitraum auch zahlen zu können? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen muss. Und wie geht es anderen Ländern damit, die eventuell finanziell nicht so gut dastehen? Also da kann ich sagen, dass Deutschland eines mit der reichsten Länder dieser Situation ist, die das Gesundheitssystem ja auch deutlich besser am Laufen haben als andere Länder. Wir haben, also wenn man jetzt nach England guckt, nach Amerika guckt, da ist es noch viel dramatischer. Der Preis selber ist sehr schmerzhaft und ist unverschämt aus meiner Sicht. Unverschämt. Das ist moralisch, ethisch, moralisch überhaupt nicht vertretbar. Und da wäre ich gerne dabei, dass man diesen Mal den Riegel vorschiebt, dass auch von Gesetzgeberseite gesagt wird, so, jetzt ist Schluss mit freien Marktwirtschaft. In diesen Bereichen. Also jetzt, ne, also ich möchte jetzt nicht die freie Marktwirtschaft abschaffen. Ganz bestimmt nicht. Aber es kann nicht sein, dass sich daran welche gesund stoßen, weil es eine Mangelverwaltung ist. Das ist das eine. Wir haben jetzt, natürlich zahlen wir den Preis, wir müssen den auch zahlen. Ich kann, werde keinen Mitarbeiter in ein Zimmer reinschicken und sagen, leider sind die Masken zu teuer und das rechnet sich nicht so. Das würde ich nie machen. Ich lasse keinen Mitarbeiter ohne entsprechende Schutzkleidung die Patientenversorgung, in die Patientenversorgung gehen. Denn wenn der erkrankt, dann fehlt er mir ja auch. Das heißt, die Folgeproblematik wird viel größer. Also ohne adäquate Schutzausrüstung geht das nicht. Ist das nicht ein ethisches Dilemma? Also jetzt nicht von dir, sondern so grundsätzlich. Weil auf der einen Seite versucht man die Ressourcen in der Pflege oder insgesamt im medizinisch-pflegerischen Dienst zu erhöhen, hat das auch gelockert, wie du gerade schon sagtest, mit den Arbeitszeiten, mit den Ruhezeiten. Und sagt aber gleichzeitig, ohne Sicherung, ohne Schutzausrüstung findet keine Patientenversorgung statt. Diese Patienten brauchen aber letztendlich ja die Versorgung. Und mal angenommen, es würde innerhalb der nächsten 2 Wochen einfach weiterhin diese Engpässe geben und die Schutzausrüstung würde zur Neige gehen. Was würde das für die Gesundheitsversorgung in Deutschland bedeuten? Die Gesundheitsversorgung würde schlechter werden. Entweder die Patienten werden nicht mehr adäquat versorgt werden können, also die Anzahl, die Menge an Patienten, dass man sagen muss, wir können dann eben nicht die Leistung, die gefordert wird von Seiten des Gesundheitsministeriums, dass wir möglichst viele Intensivbetten aufstellen sollen. Und wenn wir kein Material haben, können wir sie nicht versorgen. Das haben wir aber auch bei Beatmungsgeräten, das haben wir bei anderen Geräten, das haben wir in der ECMO-Therapie. Das heißt, wir haben Betten dort stehen. Wir haben aber nicht die Menge überhaupt jetzt erstmal der Gerätenressourcen. Das geht noch gar nicht mal um Mitarbeiter und um Schutzausrüstung. Es fehlen in Deutschland fast 30.000 Beatmungsgeräte im Augenblick, wo wir die Stationen zwar haben, Betten haben, aber uns fehlen die Beatmungseinheiten. Das ist auch ein ethisches Problem. Also wir haben mehrere Seiten, wo wir sagen, die Patientenversorgung kann eventuell nicht gewährleistet werden. Alle arbeiten mit Hochdruck dran, die Landesregierung sind da dran. Sie sind jetzt in der Verteilung von Beatmungsgeräten und ich glaube, das wird irgendwann gelöst. Genauso bekommen wir auch Schutzausrüstung übers Land langsam. Bevor aber ein Mitarbeiter von mir als Hygienemanager und in Richtung des Arbeitsschutzes eine Tätigkeit macht, wo er Schutzkleidung tragen muss, um sich zu schützen, würde ich nicht von ihm als, ich bin jetzt kein Vorgesetzter, ich bin ein Manager, den sagen, du musst da jetzt reingehen, obwohl wir keine Schutzausrüstung haben. Das würde ich nicht tun. Es wird in den Medien immer, also viel von den Intensivplätzen gesprochen und von den Beatmungsgeräten. Und das ist sicherlich auch ein sehr relevanter Punkt. Allerdings haben wir ja eine riesengroße Anzahl an pflegebedürftigen, vulnerablen Menschen innerhalb der Langzeitversorgung. Und darüber wird nie gesprochen. Und ich persönlich sehe da eigentlich auch ein sehr hohes Risikopotenzial, weil sollte sich das in dieser Patientengruppe tatsächlich verteilen, auch aufgrund mangelnden Schutzausrüstung, ich glaube, dann haben wir das Problem an verschiedenen Stellen. Wie soll ich das sagen? Man hört immer nur Intensivplätze und Beatmungsgeräte, aber es geht eben auch um die ganz normale Versorgung, entweder zu Hause oder eben im Heim. Und ich weiß nicht, ob das eine Verzerrung des Bildes ist. Ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist es sicherlich richtig, dass wir auch gerade die Gruppe, die du gerade benannt hast, auch schützen müssen. Ja, bin ich dabei. Das würde man mit einem normalen Mund-Nasen-Schutz sehr gut erreichen. Im Krankenhaus ist es so, wenn wir dort symptomatische Menschen haben, auch wenn einer im Altenheim liegt, als symptomatischer Patient, der noch nicht krankenhausbedürftig ist,
Also älterer Patient ist schon am Husten und so weiter, hat so subfebrile Temperaturen und der hat jetzt einen Abstrich und da kommt Covid-19, also er hat einen Corona-Nachweis. Ja. Muss aber nicht zwangsläufig stationär liegen. Da müssen die Mitarbeiter die gleichen Schutzkleidung bekommen wie im Krankenhaus auch. Ganz d'accord. Die Verteilung in den Einrichtungen, in der ambulanten Pflege oder überhaupt in den ganzen Außerkrankenhaus-Pflegesettingsbereich müssen die Mitarbeiter aus meiner Sicht Mund-Nasen-Schutz tragen, damit sie nicht als Überträger werden. Und die Angehörigen muss man wirklich abfragen, was ich gerade eben am Anfang gesagt habe, dass jeder, der Kontakt zu einem Menschen hat, muss die Checkliste im Kopf haben oder abgefragt werden, damit es nicht reingeschleppt wird und dann kommt es zur heillosen Verteilung. Dazu kommt noch gerade in alten Pflegeeinrichtungen, wenn ich an demenzielle Bewohner denke, die dann eben auch durch das Haus laufen, sie können jetzt nicht alle im Zimmer eingesperrt werden, da bin ich auch gegen. Aber sie werden dann auch eventuell verteilen. Deshalb ist die Außenisolierung, von außen was reinkommt, das ist eigentlich das Wichtigste. Innerhalb der Einrichtung, wenn das dort richtig verteilt wird, können das natürlich über Mitarbeiter passieren, wenn die aber einen Mund-Nasen-Schutz aufhaben oder anlegen und eine vernünftige Basishygiene machen. Das ist unabhängig von Corona, das haben wir bei Influenza, das haben wir bei Noroviren auch. Mhm. Das ist jetzt nicht Corona-spezifisch. Corona-spezifisch ist, dass es durch Tröpfcheninfektionen, also aerogen, übertragen werden kann. Es kann natürlich auch über Flächen und so weiter übertragen werden. Das können andere Infektionserreger auch. Okay. Das heißt, ich brauche eine gute Basishygiene und die muss jetzt eigentlich optimiert sein. Und das hätte im Vorfeld aus meiner Sicht optimiert werden müssen, und zwar in allen Setting-Bereichen. Das hat jetzt, ich will nichts gegen ambulante Pflege sagen, das haben wir im Krankenhaus das Gleiche. Wir sind, als das anfing mit Corona, halt überhaupt die ersten Überlegungen, haben wir unsere Basishygienemaßnahmen überprüft, geschult, beobachtet und so weiter, damit sie die da auf Vordermann kriegen. Auf der RKI-Seite gibt es entsprechende Informationen zur Einhaltung der Basishygiene. Genau. Genau, die werden wir in den Shownotes noch mit verlinken. Das hier gibt es auch eine gute Aussage nochmal für Pflegeheim und Altenheim und so weiter. Gibt es auch eine sehr gute Seite vom RKI. Okay, sehr gut, danke. Jetzt, um nochmal auf diese Schutzausrüstung, die fehlende, zurückzukommen. Es gibt ja jetzt immer mehr Ideen, dass Schutzausrüstung selber oder Mund-Nasen-Schutz selber genäht wird. Wie schätzt du das ein? Also kann man das machen oder? Also ich sag mal so, es ist gut, wenn Menschen, jetzt allgemeine Menschen, allgemeine Bevölkerung, so einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das finde ich gut, dass verhindert eine weitere Übertragung, man fasst sich ins Gesicht, man hat keine mit der Hustenetikette nicht so Probleme. Es gibt immer noch Menschen, die quer durch die Gegend husten, in einem vollen Bus über 3 Sitzreihen hinweg. Ja? Also die Hustenetikette würde dadurch besser werden und für die allgemeine Bevölkerung finde ich das sehr gut. Es gibt aber auch Initiativen, die sagen, wir nähen uns jetzt Mund-Nasen-Schutz selber und tragen den im Krankenhaus. Mhm. Dann wird es problematisch. Zum einen gibt es so verschiedene Nähanleitungen, sage ich mal vorsichtig. Da ist dann die Modellgröße und so weiter mit Bändchen hier und Bändchen da. Aber die Qualität des Mund-Nasen-Schutzes, wir brauchen schon einen dreilagigen OP-Mund-Nasen-Schutz, wenn man einmal Material hat. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Baumwoll, da kann ich hier ein altes Laken nehmen, das zerschneiden, rundherum ein paar Bändchen nähen und dann habe ich einen Mund-Nasen-Schutz. Das funktioniert so nicht. Nicht im Gesundheitswesen. Wir haben, also man braucht mindestens 200 Gramm Baumwolle, die müssen desinfizierbares Waschverfahren aushalten, trockener geeichert sein und das funktioniert so nicht. Wir haben das abgelehnt, wir haben jetzt gerade einen Test letzte Woche gehabt, da hat auch ein Hersteller gesagt, wir haben sehr gute, sie sahen auch sehr gut genäht aus, von der Qualität her sicherlich ein guter Baumwollstoff, aber wir haben das Ding waschen lassen, dann war es kaputt, da kam eine Seite 2 Drähte raus. Das funktioniert nicht. Man kann das sicherlich über Firmen herstellen lassen. Wir sind auch mit Firmen in Gespräch. Die Uniklinik Münster hat zum Beispiel das so, dass alle Mitarbeiter, die ins Krankenhaus reingehen, bekommen unten an der Pforte einen genähten Mund-Nasen-Schutz. Der hat aber die Qualifikation, also der ist von der Qualität her dazu zugelassen. Über die Arbeitssicherheit. Ich habe einen Arbeitssicherheitsingenieur, dem schicke ich immer alle Sachen zu, der soll das beurteilen und bewerten. Aber dieses allgemeine Nähen fürs Krankenhaus kann so nicht funktionieren, dass jeder sich zu Hause an eine Nähmaschine setzt. Der kann das für seine Tante, Onkel, Oma, Opa, Kinder und was weiß ich machen, die alle nicht im Gesundheitswesen arbeiten, aber bitte nicht im Gesundheitswesen unqualifiziert genähte Mund-Nasen zuzutragen. Das ist eine falsche Sicherheit und macht uns viel mehr Probleme.
Jetzt haben wir ja schon über diese Schutzausrüstung gesprochen und du hast kurz angesprochen, dass auch Beatmungsgeräte fehlen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Blick ins Krankenhaus werfen. Wie kann man sich denn als Krankenhaus darauf vorbereiten, wenn man jetzt seine Intensivplätze ausweiten will, noch mehr Beatmungsplätze irgendwie vorbereiten möchte und nicht das passende Personal hat? Also wie geht man denn damit um? Also die Krankenhäuser sollten zusammenarbeiten. Das bedeutet, ich habe, sagen mal, ich möchte, dass wir jetzt mal von den Nils hinlegen, weil ich da im Verbund ja halt arbeite. Wir haben 8 Krankenhäuser im Verbund. Von den 8 Krankenhäusern gibt es einmal ein Krankenhaus, das ist da, wo ich arbeite. Dort haben wir, das ist ein Corona-Haus. Ja, das ist speziell, haben wir da alles Mögliche für Corona umgestellt. Wir haben dort jetzt insgesamt 45 Intensivplätze, nur für Corona-Patienten. Und wir haben zusätzlich noch 3 Stationen am Laufen, die wir jetzt alle nach und nach in Betrieb genommen haben. Dafür haben wir aus den umliegenden Krankenhäusern, weil ja überall die elektiven Eingriffe, elektive Untersuchungen alle reduziert worden sind, haben wir innerhalb der Krankenhäuser weniger, ich sag mal vollständig normale Patienten. Die sind deutlich runtergefahren. OP-Betriebe sind eingestellt und so weiter. Das Personal, was dort frei wird, setzen wir praktisch in höhere Ebenen rein. Das bedeutet, eine Mitarbeiterin auf Normalstation, eine Krankenschwester, geht mit in den Überwachungsbereich rein, zum Beispiel auch bei uns jetzt auf die CPU. Sie macht dort grundbehandlungspflegerische Tätigkeit. Das heißt, sie entlastet qualifiziertes Personal, indem sie Tätigkeiten durchführt, die sie aufgrund ihrer berufsständigen Ausbildung hat. Jeder kann einen Patienten waschen, der unter Anleitung, wenn es ein schwieriger Patient ist, wo Überwachung mit stattfinden muss, medikamentöse Therapie, das wird die Fachschwester machen. Und die Krankenschwester aus dem Normalstationbereich würde praktisch hier zuarbeiten. Nächste Stufe aus dem Überwachungsbereich, die Mitarbeiter, die dort dort praktisch ja nicht über sind, sondern die man dort abziehen kann, die gehen in die nächste höhere Stufe rein. Das heißt, dann werden Mitarbeiter in der Intensiv mehr mitarbeiten. Zum Beispiel haben wir aus der Anästhesie im OP-Bereich haben wir mehrere Personen, die auf der Intensiv mitarbeiten, weil das sind ja Anästhesie-Intensivfach weitergebildete Personen. Da laufen im Augenblick Anleitungskurse, also das läuft wirklich sehr gut mit Geräteeinweisungen und so weiter. Das heißt, wir setzen die Qualifikation, schieben wir weiter nach oben, indem wir Hilfspersonal dazu holen. Okay. Dass wir die Anzahl der Personen hinterher in den hochqualifizierten Bereich haben. Okay. Und wir bekommen auch Mitarbeiter aus den anderen Kliniken, die ihre gesamten Patientenzahlen runterfahren. Folgerichtig sind auch dort die Intensivstationen jetzt nur noch mit 30-40% belegt, und zwar Durchschnittsbelegung. Selbstspitzen können noch abgefangen werden, aber jede Intensivstation war bereit, uns Personal mit rüber zu schicken. Also personalmäßig können wir es langsam stemmen. Wenn wir voll auf Volllast fahren, also wirklich alle Bettplätze belegt haben, dann sind wir aber auch bei der 12-Stunden-Schicht. Dann kann man nur hoffen, dass man die nicht so lange fahren muss, diese Schichten, weil ich glaube, das könnte auch nochmal zu einer Überlastung der Pflegenden führen und damit natürlich zu entsprechenden Ausfällen. Aber gut. Also ich muss dazu sagen, wir haben im Augenblick, wir sind ja alle, arbeiten ja auf Hab-8-Stellung und also wir bekommen jetzt immer mehr Patienten natürlich. Und ich habe noch nie einen so starken Zusammenhalt gesehen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Auch ein Arzt oder auch ein Oberarzt macht sich kein Problem damit, ihm bei einer Lagerung eines Patienten zu helfen. Okay. Und deswegen glaube ich, dass wir in diesem Zusammenhang jetzt die Mitarbeiter Zufriedenheit, ich meine, die haben viel zu tun, das ist nicht die Frage, aber die Akzeptanz untereinander wird deutlich besser und da kann man dem Team mehr wuppen, als wenn die sich alle gegenseitig anzicken, so im normalen Leben. Das ist schön zu wegen hören. Der Belastung. Ich glaube schon, dass wir hier jetzt merken, dass einmal die Pflege, also ohne Pflege läuft kein Krankenhaus und ohne Pflege gibt es keine Corona-Versorgung. Das kann man schon mal ganz groß anklammern. Aber die Teambildung, die jetzt im Augenblick stattfindet untereinander, die halte ich für sehr, sehr gut, so wie ich das erlebe auf den Intensivbereichen. Das ist sehr schön zu hören. Ja. Gab es denn von der Regierung für eine mögliche Pandemie vor Corona, gab es so einen Pandemieplan und inwieweit werden diese Maßnahmen jetzt auch eingesetzt?
Also die Pandemieplanung gab es schon lange. Und zwar früher war das der Influenza-Pandemieplanung, der damals von der in Verbindung mit der Bundesärztekammer und der Bundesregierung erstellt worden ist und mit dem ABAS-Ausschuss biologischer Arbeitsstoffe. Der Pandemieplanung, das ist auch egal, ob der Corona, Influenza oder Ebola ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Pandemiepläne sehen vor, entsprechend der Risikobewertung eines Erregers zu handeln. Jedes Krankenhaus war auch schon vor Corona und vor große Influenza-Wellen aufgefordert, einen hausinternen Strategiepapier zu erstellen. Das heißt, jedes Krankenhaus musste sich immer schon darauf einstellen, dass eventuell Patienten kommen mit Hochrisikoinfektionen. Da wir eine Verteilung haben mit Urlaubern und so weiter und so weiter, das kann einem immer passieren. Als das mit Ebola hochkam, haben sich alle Häuser eigentlich sehr gut aufgestellt, wie gehe ich mit solchen Patienten um? Sowohl räumlich, personal als auch materiell. Und das Gleiche ist bei Influenza gewesen, das Gleiche ist jetzt bei Corona auch. Entsprechend des Pandemieplans gibt es drei Stufen. Das ist einmal natürlich der Schutz der medizinischen Einrichtung, dann Schutz der Bevölkerung und dann letztendlich diese Quarantänehaltung. Und wir haben, was der Pandemieplan angeht, haben wir jetzt mittlerweile Stufe 2. Das sind ja die Sachen mit der Restriktion des Verlassens der häuslichen Umgebung und so weiter. Ausgangssperre heißt das ja nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber ihr wisst, was ich meine. Kontaktverbot. Genau, Kontaktverbot. Also wir sind jetzt in Pandemiestufe 2, der schränkt die allgemeine Bevölkerung ein. Pandemiestufe 1 hatten wir vorher schon und da waren auch alle Krankenhäuser darauf eingerichtet. Das heißt, wir haben ja immer schon die Möglichkeit gehabt, einen etwas größeren Anfall von isolierungspflichtigen Patienten entsprechend der Risikobewertung auch zu versorgen. Mhm. Jetzt haben wir es nur aufgebaut, weil die Zahl höher wird und damit rechnen wir auch, dass die Zahl bis Mitte Mai noch weiter ansteigen wird. Das ist jetzt nicht Schwarzseherei, aber wir sehen jetzt zum Beispiel von vorgestern auf gestern, heute Morgen sind die Zahlen rausgekommen, bis heute Morgen haben wir in Deutschland allein über 6.900 mehr Fälle nachgewiesen. Das sind die nachgewiesenen Fälle, die über das Gesundheitsamt gemeldet sind. Johns Hopkins Universität hat noch höhere Zahlen abgebildet, weil die Fälle halt mehr sehen. Und jeder ungeschützte Person, die Corona-Träger ist, gibt das an 2 bis 3 Personen mindestens weiter. Jeder symptomatische, also der Fieber hat und der eben symptomatisch ist, hat bis dahin meistens schon bis zu 5 weitergegeben. Mhm. Und wenn 5 und der wieder jeder von den 5 und jeder 3 weiter und so weiter und so weiter, das wird noch weiter steigen. Und wir haben große Sorge, deswegen ist das auch mit der Kontaktsperre sehr gut, dass wir einen flacheren Anstieg haben in Deutschland. Wenn der zu steil wird, dann bricht auch unser Gesundheitssystem zusammen. Wenn wir Italien und Spanien sehen, die unheimlich schnell hochgeschossen sind, Amerika ist jetzt noch schlechter dran, muss man vorsichtig sagen. Das Gesundheitssystem in Amerika ist deutlich schlechter als in Deutschland. Und die haben jetzt massive sprunghafte Anstiege. Das wollen wir in Deutschland durch diese ganzen Maßnahmen, was die Pandemieplanstufe 2 angeht, vermeiden, damit sich das Ganze über einen längeren Zeitraum entzieht. Damit wir in den Krankenhäusern Luft haben für die Normalversorgung von normal stationären Corona-Patienten und Intensiv-Corona-Patienten. Denn sonst kommen wir ethisch noch in ganz andere Dilemmata rein, jetzt nicht nur wegen Material, fehlende Beatmungsgeräte, fehlende ECMO-Therapie, sondern fehlende Plätze. Und da muss reagiert werden. Und das ist das Schlimmste, was in der Intensiv passieren kann. Ich habe gerade nochmal die aktuellen Zahlen geguckt. Hier gibt es nämlich eine gute Karte von der Morgenpost, die jede Stunde aktualisiert wird. Und mit Stand jetzt, also heute ist der, welchen haben wir heute, den 28. März, genau. Genau. Haben wir 51.000 bestätigte Fälle und 7.632 sind wieder gesund, allerdings sind die ja nicht meldepflichtig. Und wir haben in Anführungsstrichen nur, also im Vergleich nur, 356 Todesfälle. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man sagen, dass unser Gesundheitssystem dem gewachsen ist und auch gut ist, weil wir im Vergleich eigentlich wenig Todesfälle zu verzeichnen haben? Ist das ein Ausgangspunkt? Weil die bestätigten infizierten Zahlen sind ja deswegen hoch, weil wir viel testen. Also wir testen viel, das stimmt. Andere Länder testen weniger und haben auch viel. Zum
Beispiel Amerika testet eigentlich relativ wenig. Da weiß ich gar nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Bei der Todesrate, das ist rein spekulativ. Es gab in Italien Aussagen wegen der Überalterung der Personen dort, wegen innigeren Kontakten, herzliche Kontakte, Umarmung, Küsschen hier und Küsschen da. Also es gibt verschiedene Aussagen. Die Anzahl der Verstorbenen ist in Deutschland vielleicht auch deswegen so gering, weil wir genügend Intensivkapazitäten haben und die Patienten im Augenblick sehr optimal versorgen können. Das heißt, sie haben eine längere Überlebenszeit. Wir rechnen bei einem Corona-Patienten mit einer durchschnittlichen Intensivzeit von 21 Tagen. Also in 21 Tagen, dann werden auch unsere Zahlen ansteigen, weil dann die bisher versorgten Patienten durch Superinfektionen anfangen zu versterben. In Italien hatten wir am Anfang auch ganz geringe Zahlen, die dann auch hinterher hochgegangen sind. Wobei da die medizinische Versorgung so schlecht ist, dass viele Patienten ja nicht mehr behandelt werden können im Intensivbereich qualifiziert. Mhm. Man darf diese Zahlen aus meiner Sicht nicht vergleichen. Wir sind jetzt noch sehr niedrig, wir werden auch vielleicht niedriger bleiben als Italien, aber ich weiß nicht, wann es anfängt, dass wir unsere Intensivstationen so voll haben, dass wir auch sicherlich höhere Todesraten haben. Ich habe gerade mal geschaut, zum Zeitpunkt, als Italien 53.000 gemeldete Infizierte hatte, hatten sie gleichzeitig aber auch 4.825 Tote. Ja. Das ist ja doch deutlich höher. Jetzt ist natürlich die Frage, was zählen Sie denn tatsächlich, also welche Diagnose zählt denn tatsächlich als Todesfall damit rein? Das wird sicherlich auch länderspezifisch sein. Aber gut, wir haben zum Glück eine niedrige Rate und das soll nach Möglichkeit auch so bleiben. Ja, wie gesagt, wobei ich glaube, wir werden da noch andere Zahlen in Deutschland sehen. Wie ist das denn mit den, also zwischendurch ist es ja so, dass das mal ein bisschen weniger ist und dann wieder mehr steigt. Liegt das auch daran, dass die Labore überfordert sind, dass die Kommunikation zum RKI dann langsamer verläuft oder, gibt es da strukturelle Gründe? Ja, das ist ein strukturelles Problem, weil das Meldeverfahren geht ja über die Gesundheitsämter, also vom Gesundheitsamt wird das Landesgesundheitsamt übermittelt und von dort ans Robert-Koch-Institut. Wir haben dann Tage, wo die auch im Gesundheitsdienst extremst überlastet sind. Wenn ich da zum Beispiel eine Steigerungsrate von, 200 oder 300 Patienten habe in einer kreisfreien Stadt, da müssen die alle abgearbeitet werden. Es muss rumtelefoniert werden, die Daten müssen weitergegeben werden und so weiter. Ist das Kontaktpatient zu, also eine Kontaktperson zu Covid-Patienten, die werden etwas anders kategorisiert. Das heißt, die Meldung verläuft natürlich nur so schnell, wie auch Mitarbeiter das schaffen können. Es gibt zum Glück jetzt die elektronische Übermittlung. Früher wurde das immer per Fax geschickt. Das haben die jetzt schon mal elektronisch umgesetzt. Die Validität der Daten vom RKI sind sicherlich genauer, aber dadurch zeitversetzter. Zum Beispiel die Johns Hopkins hat jetzt um 10.34 Uhr, du hattest eben, Christian, gesagt, bei 51.000 irgendwas hattest du eben eine Zahl genannt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau, 51.150. Mhm. Genau, Johns Hopkins hat um 10.34 Uhr 53.340. Die Daten werden immer unterschiedlich sein. Und wir werden auch keine Vergleiche immer unbedingt hundertprozentig haben. Es zeigt uns den Trend. Der Trend ist in allen Abfragen gleich. Ob der jetzt einen Tag hinterherhinkt, letztes Wochenende am Montag, hatten wir irgendwie gesagt vom RKI, dass es etwas glatter läuft oder gerader läuft. Und dann kam dann von Montag auf Dienstag der hohe Sprung, weil die ganzen vom Wochenende nachgemeldet worden sind. Also ich bin da immer sehr zurückhaltend. Ich gucke mir natürlich auch, ich habe insgesamt 6 verschiedene Karten, die ich hier ständig am Laufen habe, auch Lokaldaten natürlich. Und ich bin in verschiedenen Programmen mit drin, die auch die Intensivkapazitäten ausweisen für Osnabrücker Landkreis, damit wir sehen können, ob denn da eine Welle auf uns zurollt, jetzt zum Beispiel für morgen. Wenn ich jetzt sehen würde, dass außerhalb unserer Kliniken viele Verdachtsfälle gemeldet werden, dann kann man ungefähr sagen, in 3 bis 5 Tagen sind sie dann stationär, wenn sie sich verschlechtern. Ist denn wirklich damit auszugehen, dass diese Welle, die ja vielerorts beschrieben wird, tatsächlich auch so eintritt wie im internationalen Vergleich? Weil ich bin da irgendwie ein bisschen skeptisch, weil quasi die Anzahl der Todesfälle so niedrig ist und damit auch die Frage ist, wie viele Patienten denn wirklich in einen kritischen Zustand rutschen oder ob wir das einfach aufgrund unseres guten Systems einfach gut handeln können.
wir können es im Augenblick gut handeln, weil die Zahl macht uns jetzt keine Probleme. Wir können eine optimale Intensivtherapie durchführen. Ich habe auf einer Intensivstation, da haben wir 13 Betten. Da liegen zurzeit 7 Patienten. Das ist ein hervorragender Personalschlüssel, sowohl ärztlicher wie pflegerischerseits wie Versorgungsbereich. Wenn die Stationen alle voll sind, wird der Schlüssel sich umkehren. Ja, das heißt also, wir haben jetzt optimale Voraussetzungen, um eine sehr gute Behandlung durchzuführen. Ich weiß aber nicht, wie lange das bleibt. Wir haben zum Beispiel von gestern auf heute vom RKI gemeldet, 48.582, das sind 6.294 mehr. Das heißt, wir haben jetzt jeden Tag eine Steigerung der Zuwachszahlen. Ja, also das nimmt zu. Genauso werden auch die Versterbenden zunehmen. Da sind jetzt zum Beispiel vom RKI 325 ausgewiesen. Und von John Hopkins heute Morgen 395. Also die Zahl wird steigen. Da werden wir auch nicht drum herum kommen. Also sagst du auch, es wird eine höhere Belastung demnächst auf uns zukommen? Die wird auf jeden Fall kommen. Okay. Es gibt da verschiedene Berechnungsmodelle von großen Mathematikern, Statistikern und so weiter. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Wochenende über was ganz anderes reden. Okay. Ja. Ist auch nicht so ein einfaches Thema, finde ich. Aber, nein, ja. Es ist ein sehr bedrohliches Thema und es ist nicht mit Feuer, Krieg, Wasser zu vergleichen. Weil das so für die Menschen jetzt so kommt, man sieht es nicht, man hört es nicht, oder man sieht es nicht, man weiß nicht, was auf einen zurollt, man weiß gar nicht, ob mein Nächster jetzt schon betroffen ist oder nicht. Das merkt man auch beim Einkauf, die heute Morgen einkaufen. Also alle haben viel Abstand genommen, einige sind unbelehrbar, dann halte ich halt viel Abstand. Aber alle gucken schon so komisch und wenn einer sich räuspert, dann hat er gleich 20 Augenpaare auf dem Körper kleben. Ne? Also alle haben Angst. Viele haben sehr viel Angst, einige, denen macht das nichts aus. So Amerika zum Beispiel, der Präsident ist ja nicht so gut gestrickt aus meiner Sicht. Sie liegen jetzt in der Corona-Statistik an oberster Stelle. Wobei ich aber auch einräumen muss, dass ich die Zahlen aus China nicht glaubhaft finde. Also eine Nation mit 1,4 Milliarden Menschen und 0% Steigerungsrate halte ich für unrealistisch. Ich sag mal anders. Die Zahlen, wahrscheinlich fehlen denen genauso die Testsubstanzen wie anderen Ländern auch, dass sie gar nicht mehr so viel getestet haben. Die werden weiterhin noch Erkrankungen haben, aber nicht mehr in der Steigerungsrate. Das wird weiterhin gehen. Ich kann auch nicht sagen, ob die jetzt bei 81.900 sind oder ob die bei 140.000 sind, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Sie werden sicherlich sich zurückhalten, alle Daten jetzt weiterhin zu präsentieren. Aber ich glaube, in Amerika haben wir ein viel größeres Problem. Die testen ja sehr wenig, weil die wenig Testmöglichkeiten haben. Mhm. Und von daher ist dort die Dunkelziffer, glaube ich, höher als in China oder Südkorea hat uns das auch sehr gut gezeigt. Die sind rangegangen, es wurde Massentestung gemacht, es wurde per Handydaten geguckt, wer hatte Kontakt zu einem, der als Corona identifiziert worden ist, die sind sofort auf Eis gelegt worden. Also die haben aufgrund ihrer Regimeinstellung das viel stringenter gehalten, da sind die sofort in Quarantäne gekommen, und zwar richtig in Quarantäne, ohne groß zu fragen, ob die das möchten. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber die Zahlen aus Korea sind glaubwürdiger aus China, da gebe ich dir recht. Aber auch in China ist sehr restriktiv damit umgegangen worden. Das haben wir in Amerika nicht. Und wenn der Trump jetzt schon sagt, spätestens in 14 Tagen machen, lockern wir alles wieder, da weiß ich nicht, wo der dann seinen Optimismus herholt. Na gut, das hat Herr Lindner ja hier auch vorgeschlagen. Also vielleicht haben die ja zusammen telefoniert. Ich sehe das tatsächlich nicht, dass wir in 14 Tagen nicht lockern können sollten. Aber man muss auch schauen, wie sich die Lage entwickelt. Also ich glaube, man kann aktuell überhaupt nichts antizipieren. Es ist viel im Umbruch und jeden Tag muss man die Lage einfach neu bewerten. Genau, ja. Das sehe ich auch so. Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? In den skandinavischen Ländern wird ja teilweise eine Herdenimmunisierung angestrebt. Das heißt, da werden die Risikopatienten geschützt bzw. unter Quarantäne gestellt und alle anderen sollen sich einmal anstecken. Genau. Hast du darüber Informationen und wie schätzt du dieses Vorgehen ein? Also wir brauchen einen Herdenschutz zu haben, ungefähr 60% der Bevölkerung, 60-65%, die eine Infektion durchgemacht haben sollten, in einer leichten Form, die also eine Antikörperbildung haben. Wir wissen nicht, wie lange die Antikörper halten, ob das jetzt
ein Leben lang ist oder 3 Jahre, 5 Jahre oder vielleicht nur diese Saison, das wissen wir im Augenblick nicht. Es werden jetzt ab nächste Woche die ersten Tests gemacht, um zu gucken, wie hoch die Antikörperbildung da ist. Und dann kann man darüber mehr sagen. Da kann man auch sagen, was bringt der diese Herdenimmunität, ne? Also wenn ich jetzt erstmal die Leute schütze, die vulnerabel sind, also die wirklich gefährdet sind, dass ich die alle unter Quarantäne setze, die anderen sollen sich alle querbeet kolonisieren, infizieren, leichte Infektionen haben, dann wären wir ein ganzes Stück weiter, das stimmt. In Deutschland wird das natürlich etwas problematischer werden, weil wir auch sehr viel ältere Leute, da müsste man ja alle Pflegeheime und so weiter, alle Altenheime, den ganzen ambulanten Pflegedienst isolieren. Das wird ja nicht funktionieren. Ist denn diese Strategie, das so zu handhaben, eigentlich nicht die schlechteste Strategie, die man fahren kann? Weil damit natürlich ich eine riesengroße Risikogruppe schaffe, weil die ja die Infektionen nicht durchmachen. Und wenn diese Patientengruppe irgendwann infiziert sein sollte und es dort zu kritischen Ereignissen kommt, dann habe ich eine extrem hohe Belastung des Gesundheitssystems. Wobei Norwegen und Schweden, wenn man jetzt die Bevölkerungszahlen anguckt, pro Quadratkilometer Fläche, sind sie ja dünner besiedelt. Deswegen kann man das in solchen Ländern eher machen als in hochbesiedelten Bereichen. In Italien wäre das Schlimmste, was man machen könnte. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Also es liegt an der Bevölkerungsdichte und ob es dann nicht Sinn macht, lieber die wenigen Alten zu schützen und die anderen die Infektion durchleben zu lassen. Einige Wissenschaftler sagen ja, das wäre sehr gut. Ich weiß auch, ich kann es nicht ganz hundertprozentig sagen, weil wir nun auch jüngere Patienten haben, die entsprechend ohne Vorerkrankung schwerste Verläufe haben. Ja. Ja, aber das kann ich so nicht sagen. Also wir haben zwischendurch, oder es gab da auch schon Berichte über Sportler, Hochleistungssportler, die körperlich unheimlich fit waren und dann durch Corona-Infektion verstorben sind. Das ist nicht ohne. Aber das haben wir bei der Influenza auch. Wir haben bei Influenza-Wellen haben wir auch Patienten im Mittelalter, sage ich immer so, zwischen 30 und 50, die wir bei uns auf Intensivstation mit ECMO-Therapie am Laufen haben. Na, wenn man in Deutschland davon ausgeht, dass wir natürlich aufgrund unserer demografischen Entwicklung einfach eine sehr alte Gesellschaft sind, ja, ist ja die Zahl der potenziellen Risikopersonen per se höher. Also egal, ob, also was heißt egal, aber die Zahl der Jüngeren kann man ja eventuell vernachlässigen, weil wenn man diese Herdenimmunisierung hier fokussieren würde, würden sich ja Millionen Menschen sozusagen in einer Risikogruppe befinden, die von heute auf morgen theoretisch auf das Gesundheitssystem zukommen würden, weil sie eben nicht infiziert wurden. Genau, ja, aber diejenigen, die jetzt in der Rahmen der Herdenimmunisierung, also jetzt, wenn wir wirklich auf 60% kommen würden, ja, die würden dann ja auch keine Infektion mehr verteilen. Und die höchste Verteilung der Infektiosität, also die höchste Ansteckungsgefahr, ist halt, wenn einer symptomatisch lungenkrank ist. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich als Bernd Gruber, jetzt eine leichte Infektion habe und werde dann immun, dann habe ich damit kein Problem. Ich verteile später nicht mehr, weil in meinem Körper keine Viren mehr produziert werden. Weil jetzt auch vermehrt die Meldung kommt, dass jüngere Menschen sterben. Ist es, also das müssen wir vielleicht einen Virologen oder Infektiologen fragen, aber ist davon auszugehen, dass sich das Virus vielleicht gerade verändert? Nein. Also da die Virologen bisher haben in keinster Weise davon gesprochen, dass wir gerade eine Änderung oder dass sich das Virus an sich ändert als Mutation. Mhm. Alle Viren verändern sich immer etwas leicht, aber die Grundstruktur bleibt gleich. Mhm. Bei der Influenza haben wir das jedes Jahr. Wir haben mal den einen, mal der andere Virustyp. Wir haben mal die Influenza B groß gehabt, dann dieses Jahr haben wir die Influenza A. Also es gibt verschiedene Gruppen. Bei diesem Coronaviren, es gibt ja auch verschiedene SARS, also es gibt verschiedene Coronaviren. Dieser hier scheint aber recht stabil zu sein. Also es gibt bisher keine Aussage, dass der in einer Mutation ist. Okay, gut. Er braucht dazu ja auch eigentlich andere Informationen, andere Viren und so weiter. Also er kann nicht alleine, von sich alleine aus kann ein Virus ja nicht mutieren. Er braucht, muss ja angestoßen werden. Ja gut, er hat natürlich jetzt viele Freunde gerade. Ja, aber Virus und Virus, die unterhalten sich ungerne. Also wenn einer jetzt, wenn wir untersuchen und wir machen die Virusdiagnostik, machen wir immer einen Influenza-Test mit dazu, weil wir noch Influenza-Zeit haben. Derjenige, der einen Influenza-Nachweis hat, hat mit Sicherheit kein Corona. Weil die beiden Viren nicht gleichzeitig sich in der Zelle breit machen.
Das ist interessant. Die mögen dich nicht. Und deswegen gibt es dort die Mutation zwischen zwei Viren nicht. Das bedeutet, dass eine Influenza-Impfung jetzt eigentlich noch wichtiger ist, als es ohnehin schon wäre. Das wäre gut, wenn man das mal im Kopf behalten würde. Wobei wir auch ein paar Impfversage haben, das hat man bei allen Impfungen. Aber die Influenza-Impfung wäre sehr gut, wenn man die hat. Und dann ist das im Immunsystem, also immer wenn ich Impfung durchführe, regelmäßig. Influenza wird jedes Jahr geimpft. Das heißt nicht, dass das gegen Corona wirksam ist. Das meine ich überhaupt nicht. Aber das Immunsystem ist geschärfter. Es guckt viel mit viel längeren Antennen rum und guckt, wo sind irgendwelche Feinde. Wenn ich mein Immunsystem nie fordere, dann steht das so in dreiviertel Schlafstellung, brauche etwas länger zum Anzustoßen. Deswegen macht es immer Sinn, Impfungen durchführen zu lassen. Aus meiner Sicht sollten wir sowieso viel mehr impfen. Gerade im Gesundheitswesen haben wir durch Impfung von 30% Influenza. Und dann schreien alle oder rufen alle, warum kann man sich nicht gegen Covid impfen lassen? Dann denke ich immer, Leute, macht ja erstmal eure Influenza durch. Mhm. Jetzt wollen alle gegen Covid-19 geimpft werden. Es wird sicherlich irgendwann Impfstoffe geben. Ob die saisonal sind oder längerer Zeit sind, das weiß man alles heute noch nicht. Ich hoffe nur, dass sich dann die Leute auch wirklich mal impfen lassen. Ja, ich glaube, der Großteil lässt sich doch impfen, oder? Nein. Also jetzt nicht gegen Influenza, aber so grundsätzlich. Also ich habe jetzt tatsächlich keine Zahlen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Impfungen, also es viele Befürworter für Impfungen gibt, sage ich es mal eher so rum. Ja, aber Influenza-Impfungen sehen wir wirklich, dass die Zahl viel zu gering ist, die sich impfen lassen. Okay. Gerade im Gesundheitswesen. Ich meine jetzt das Gesundheitswesen an sich. Da sind zu wenig Leute, die sich impfen lassen, aus meiner Sicht. Weil wir verteilen Influenza in den Krankenhäusern ja genauso. Wenn ich Influenza-Träger bin, weil ich eine leichte Infektion habe, verteile ich das auch auf die Patientengruppen. Es gibt so Sachen, wo ich dann wirklich denke, wenn wir da mal mehr drauf achten würden, auch die Schutzmaßnahmen bei Influenza sind genauso wie bei Covid. Ne? Ja, okay. Und alle haben Angst vor Covid. Also wenn man die Maßnahmen durchführt, wie bei Influenza, dann ist man sehr gut aufgestellt als Einrichtung. Ne? Okay. Ja. Eva, hast du noch Fragen? Nee, ich habe keine Fragen mehr. Bernd, haben wir wichtige Aspekte vergessen? Was man vielleicht noch mit erwähnen sollte, ist, wir sprachen jetzt sehr oft über Mangel an Schutzkleidung. Ich hätte einen großen Wunsch an das Gesundheitsministerium und dann an das Ministerium für Verteidigung. Wir haben im Rahmen der Katastrophenschutzversorgung die sogenannten ABC-Züge. Atomare biologische chemische Kampfstoffe. Und die haben ja einen Vorrat an FFP3-Masken en masse. Es wäre mal die Überlegung, dass das Gesundheitsministerium mit dem Verteidigungsministerium mal zusammen überlegt, ob die Bestände tatsächlich in den Bunkern so hoch sein müssen oder ob die nicht über den Katastrophenschutz an die Krankenhäuser und Arztpraxis verteilt werden können. Wir werden das Bundesgesundheitsministerium auf jeden Fall mal markieren und genau, hoffen auf eine Antwort. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir freuen uns und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dann danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ne? Bleib gesund und hab eine gute Zeit. Ihr auch. Jo. Danke. Bis tschüss. Dann. Tschüss. Ja, das war Bernd Gruber. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wir werden das Thema weiter im Auge behalten und werden die Schwerpunkte auch nochmal woanders setzen. Wir können noch nicht ganz genau versprechen, wann die nächste Folge dazu kommt, halten euch aber entsprechend auf dem Laufenden. Genau, das machen wir. Und wie immer könnt ihr uns ein Feedback dalassen unter der Folge auf unserer Homepage übergabe-podcast.de. Genauso könnt ihr uns eine Rückmeldung geben auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram, Twitter und Facebook. Alle Veranstaltungshinweise stellen wir auch in die Shownotes, weil sich das aktuell auch immer wieder ändert aufgrund der Corona-Krise. Ja. Und wer gerade ein bisschen weniger einkauft, der darf uns auch gerne 5 Euro in den Hut schmeißen. Das könnt ihr gerne auf unserer Homepage machen. Da gibt es einige Infos. Wir würden uns sehr darüber freuen. Genau. Wir schicken liebe Grüße aus unseren Homeoffice-Plätzen oder von unseren Homeoffice-Plätzen und wünschen alle gute Nerven. Und viel Gesundheit. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.